Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in unserer weihnachtlichen Stimmung mit der weihnachtlichen Teelichtofen-Pyramidenkerze. Und heute möchte ich mit euch über Blackout-Gefahr reden. Ja, die Gefahr wird von Tag zu Tag größer hier, auch in Deutschland und Österreich, generell in Europa. Jetzt waren sogar schon RWE vor ein paar Tagen in der Wirtschaftswoche von möglichen Stromausfällen, weil das Gas knapp wird. Angeblich liefert der Russe nicht. Dabei haben sie einfach nur versäumt, im Sommer und im Frühjahr die Gasspeicher in Europa wieder aufzufüllen. Und durch den extrem warmen Sommer, den wir hatten, haben wir mehr Gas verbraucht als normalerweise, Klimaanlagen und den ganzen Kram. Und jetzt wird uns wahrscheinlich ein etwas kälterer Winter bevorstehen. Wegen der Klimaerwärmung wird es ja jetzt kälter. Und dadurch gibt es möglicherweise Probleme, dass die Gasspeicher nicht voll genug sind. Und vielleicht kommen noch andere unvorhergesehene Ereignisse dazu, die zu einem möglichen Blackout oder längeren Stromausfällen führen können. Und was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Blackout und einem Stromausfall? Nun, ein Stromausfall ist in der Regel ein lokal begrenztes Ereignis, das zwischen ein paar Minuten und vielleicht mal ein paar Stunden, vielleicht auch mal 1-2 Tage dauert. Aber wie gesagt, lokal begrenztes, das heißt, man kann von außen Hilfe bekommen. Es fällt nicht sofort alles in sich zusammen. Während hingegen ein Blackout ist ein größerer Stromausfall, der teilweise ganz Deutschland oder halb Europa oder so treffen könnte, weil halt eben komplett alle Werke ausfallen oder nicht mehr funktionieren oder wie auch immer und längerfristig andauert. Also man kann davon ausgehen, wenn wir einen Blackout bekommen sollten, eigentlich müsste ich sagen, wenn wir den Blackout bekommen werden, weil es ist nicht mehr die Frage, ob einer kommt, sondern nur noch, wann einer kommt. Das ist ja jetzt auch mittlerweile schon von verschiedenen Regierungen und offiziellen Stellen so durch die Blume mitgeteilt worden. Österreich und Schweiz, die machen da schon sogar ein weniger ein Geheimnis draus, dass ein Blackout bevorsteht. In Deutschland ist das noch nicht das populärste Thema. Ich gehe davon aus, dass wir ein Blackout bekommen, noch in diesem Winter. Und wie gesagt, ein Blackout, da haben wir dann mehrere Tage, teilweise vielleicht bis zu 2 Wochen, keinen Strom, weil alles zusammenfällt. Und die Gefahr von einem Blackout ist eben neben dem, dass man keinen Strom mehr hat, dass auch die wenigsten Menschen im Land vorbereitet sind. Ich gehe davon aus, dass vielleicht, wenn es hochkommt, 5-10%, und das ist schon eher weniger, 5% vielleicht Vorbereitungen treffen oder generell vorbereitet sind oder vorbereiteter sind als der normale Durchschnittsbürger und teilweise Vorräte zu Hause haben, die, ich sag mal, mindestens für 2 Wochen reichen. Warum 2 Wochen? Man kann davon ausgehen, dass vielleicht nach einer Woche, 1,5 Wochen die Generatoren und Betriebe wieder hochgefahren werden. Das heißt aber noch nicht, dass danach sofort wieder alles funktioniert, weil es wird erstmal dauern, wenn der Strom wieder da ist, ein paar Tage, bis die Lieferketten wieder anlaufen und die Güter, die Nahrungsmittel und sonstige Sachen wieder in die Geschäfte eintreffen. Die Geschäfte sind leer, wenn nicht sogar geplündert und zerstört teilweise. Aber da möchte ich später noch drauf eingehen. Wenn wir jetzt so einen Stromausfall haben, einen Blackout haben, ist am Anfang natürlich nicht klar, wie stelle ich fest, ob ich einen Stromausfall habe oder einen Blackout. Das erste wäre zum Beispiel zu gucken, sind Nachbarhäuser betroffen, sind die Straßen, wenn es abends ist, sind die Straßenlaternen noch an oder ist es nur in meiner Straße, sind es weiter weg, ist der ganze Ort dunkel. Man ruft mit dem Handy Freunde an, die weiter weg wohnen, wenn man die erreicht und bei denen ist es nicht, weiß man, okay, es ist ein Stromausfall regional. Wenn ich jetzt hier aus Hessen anrufe, irgendwo in Bayern oder oben in Hamburg und da geht auch keiner ans Telefon, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es doch regional, dass es nicht nur regional ist, sondern vielleicht landesweit ist.
was solltet ihr tun, wenn der Stromausfall kommt? Also ich habe mir mit meiner Familie, wir haben uns zusammengesetzt und haben uns so einen Notplan überlegt. Zum Beispiel, was machen die Kinder, zum Beispiel, wenn die in der Schule sind, die wissen genau, wenn der Stromausfall kommt und die Lehrerin sagt, so bitte Kinder, Strom ist ausgefallen, wir machen jetzt keinen Unterricht mehr. Er geht nach Hause und er weiß, dass ich dort auf ihn warten werde. Wenn er nicht, wenn ich nicht zu Hause bin oder meine Frau, dann weiß er, entweder geht er zum Nachbarn, das ist abgesprochen, oder er wartet, bis ich da bin. Ich könnte zum Beispiel jetzt unterwegs sein, um den ganz Kleinen aus dem Kindergarten abzuholen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Ich lasse den da nicht unbeaufsichtigt oder nicht in dieser Notsituation im Kindergarten. Das Erste, was ich mache, ich hole den Kleinen ab. Danach warte ich, dass der Große da ist. Und dann hoffe ich, dass die Frau da ist irgendwann. Da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt. Wenn ich beruflich oder anderweitig unterwegs bin mit dem Auto, kann man sich auch schon vorbereiten auf so eine Notsituation. Und zwar, das Auto solltet ihr immer relativ voll getankt haben. Also nicht runterfahren bis zum letzten, oh, die Lampe leuchtet rot, ich glaube, ich gehe jetzt mal tanken. Nee, nee, wenn das Auto dreiviertel leer ist, ist es nicht verkehrt, wieder das letzte Viertel aufzutanken. Ich würde es maximal halb leer lassen, aber dann auf jeden Fall zum Tanken gehen, egal was es dann kostet. Wenn ihr Glück habt, ist es vorher schon günstig und tankt immer voll. Weil, wenn ihr mal irgendwo seid und da kommt ein Blackout und ihr habt kein Benzin mehr, steht ihr dann auf der Straße und kommt nicht mehr nach Hause. Falls der Fall eintreffen sollte, dass ihr zum Beispiel trotzdem unterwegs seid, euer Auto würde zwar fahren, aber die Straße ist voll, weil 20.000 andere Leute auch nach Hause wollen und die Straßen sind dicht und keiner kann mehr vor und zurück. Und ihr wollt trotzdem noch nach Hause und es sind vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Kilometer oder so, wäre es auf jeden Fall ratsam, wenn ihr euch da vielleicht mal eine Tasche in den Kofferraum tut, wo ihr so eine Art Notgepäck drin habt. Das könnten zum Beispiel bequeme Schuhe sein, mit denen ihr auf jeden Fall die Strecke zurücklaufen könnt, falls ihr eine Frau seid und beruflich unbequeme Schuhe tragen müsst. Stöckelschuhe oder weiß der Geier was. Oder im Sommer halt Flipflops tragt, da würde ich dann auch nicht unbedingt mit Flipflops den ganzen Weg laufen wollen, da würde ich mir halt gerne Turnschuhe oder Wanderschuhe wünschen. Dann habt ihr vielleicht Regenkleidung dabei, die ihr euch ins Auto packt, für den Fall, dass es halt regnet und ihr nach Hause lauft, dann werdet ihr nicht ganz nass, kältet euch nicht oder so. Habt vielleicht noch was zu essen und zu trinken im Auto und eine Möglichkeit vielleicht Feuer zu machen oder in einer Gefahrensituation zu reagieren, sei es ein Pfefferspray dabei zu haben oder eine Trillerpfeife oder wie auch immer, was euch da am liebsten ist. Das wären so Sachen, die ich mir ins Auto legen würde für den Notfall. Was man zu Hause machen kann, wenn man sich erstmal um seine Nächsten gekümmert hat, dass da alles in Ordnung ist, geht runter in den Keller zu eurem Sicherungskasten oder wo auch immer ihr den habt. Und dreht die Sicherung raus. Es ist nichts Schlimmeres oder ärgerlicher, wenn ihr eure Elektrogeräte anhabt, Computer, Fernseher, weiß der Geier was, und dann fahren die Kraftwerke wieder hoch und alle haben ihre Geräte an. Da gibt es eine Überlastung, weil zu viel Energie rausgezogen wird aus den Kraftwerken, als die nachspeisen können, und es stürzt wieder zusammen das Ganze. Und wenn das mehrmals passiert in euer Computer oder so, mehrmals angeht und wieder ausgeht, wieder angeht und wieder ausgeht, könnte der Computer auch kaputt gehen. Von daher schaltet alle Sicherungen aus, lasst euch eine an, macht ein Licht an, dann könnt ihr nämlich mitbekommen, wenn der Strom wieder da ist und eine Glühbirne oder ein Licht an der Decke fängt plötzlich an zu leuchten. Ah, der Strom ist wieder da, sehr gut. Aber ihr habt nicht die Angst, dass die Geräte bei euch kaputt gehen. Das nächste, was ihr auch machen solltet, Wasser. Füllt eure Badewanne mit dem Wasser, das ihr noch rausbekommt aus der Leitung. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es teilweise je nach Anbieter und wo ihr wohnt, auch noch 2-3 Tage nach so einem Stromausfall Wasser geben könnte aus den Leitungen. Ich würde mich darauf aber nicht verlassen. Ich würde auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Nutzwasser für mich abzweigen.
das in Eimer füllen, die Badewanne voll machen. Schaden tut's nicht. Wenn es dann nur ein kurzer Stromausfall ist, dann nutzt das Wasser, um eure Blumen zu gießen oder Toilettenspülung zu benutzen oder sowas. Und bei einem Stromausfall oder bei einem Blackout müsst ihr euch vorstellen, dass halt nichts mehr funktioniert. Das Einzige, was vielleicht noch geht, kurzfristig, könnte euer Handy sein. Aber Licht geht nicht mehr, Heizung geht nicht mehr. Das Gas, was ihr für die Heizung bekommt oder was ihr zum Kochen braucht, ist nach einer Zeit auch weg, kommt nicht mehr, wird nicht mehr zu euch geliefert. Sämtliche Dienste fallen aus. Notrufnummern werden nicht mehr funktionieren, die Polizei wird nicht mehr kommen, die Feuerwehr wahrscheinlich auch nicht mehr. Ihr seid also komplett auf euch selbst gestellt und das vielleicht über mehrere Tage lang. Und ihr müsst halt im Prinzip mit dem zurechtkommen, was ihr zu Hause habt. Wenn ihr Glück habt, seid ihr vorbereitet. Wenn ihr Pech habt, dann halt nicht. Und von daher ist eine Vorbereitung, und wenn sie auch erstmal sehr minimalistisch ist, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, Notvorrat für Einsteiger, wo ich auf die ersten 3 Tage eingehe. Das Video, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Lieber 3 Tage schon was zu haben als gar nicht. Und auf diesem Vorrat kann man natürlich aufbauen. Ich gehe gleich nochmal auf die verschiedenen Sachen ein, die mir wichtig sind, wo ich denke, dass die jeder braucht oder brauchen kann. Man muss auch bedenken, dass ein Arzt und sowas, Krankenhäuser, dass die vielleicht auch nochmal 1-2 Tage lang funktionieren. Danach haben die auch keinen Notstrom mehr, zumindest die Krankenhäuser. Beim Arzt ist wahrscheinlich sowieso schon gleich dicht. Also ihr seid auch da, was so Verletzungen oder Krankheiten angeht, auf euch alleine gestellt. Es klingt schlimm und es ist es dann auch. Und welche Vorbereitung würde ich treffen für einen Blackout? Oder welche Vorbereitung habe ich für einen Blackout getroffen? Es fängt damit an, mit den nötigsten Bedürfnissen der Toilette. Die Toilettenspülung wird auch nicht mehr funktionieren. Hab jetzt schon oft gehört, ja, dann holt man sich halt so eine Nottoilette oder einen Eimer, wo man dann eine Tüte reinhängt. Das ist alles schön und gut, aber das braucht ihr nicht, weil ihr habt eine Toilette und ihr könnt da eine Tüte reinhängen. Und die halt dann regelmäßig wechseln. Da müsst ihr euch nicht extra was kaufen. Also Müllbeutel, Tüten in verschiedenen Größen zum dringenden Geschäft, auf jeden Fall. Was auch wichtig ist für die Toilette, ist Klopapier. Ihr braucht nicht 200 Rollen. Wirklich nicht. Das ist zum Tauschen super, zum Verschenken klasse. 200 Rollen sind zu viel. Kauft euch so eine Packung, eine, maximal 2, das langt, dann habt ihr 20 Rollen oder so. Das ist völlig ausreichend. Wie viel wollt ihr denn kacken gehen in 2 Wochen? Ihr seid ja keine Fußballmannschaft. Wenn ihr eine Fußballmannschaft seid und ihr seid zusammen unterwegs, okay, sind vielleicht 100 Rollen super. Ansonsten nein. Das Wichtigste ansonsten, Wasser. Die Vorräte sind super wichtig. Man kann davon ausgehen, dass ein Mensch pro Tag ungefähr 3 Liter Wasser braucht. Das ist Wasser zum Trinken und Verbrauchswasser. Verbrauchswasser sind so Sachen wie Katzenwäsche zum Kochen, um mal die Wärmflasche aufzufüllen, wenn man Bauchschmerzen hat oder sich wärmen möchte. Sowas. Also ihr könnt rechnen, 3 Liter pro Tag für einen Erwachsenen. Für ein Kind, je nachdem wie groß es ist, entsprechend weniger. Wenn ich sage Wasser, da können natürlich auch Säfte und andere Sachen dabei sein, aber mit einer Cola möchte ich mir jetzt nicht unbedingt die Haare waschen. So, und da kommen wir als erstes zum Thema Wasser und Getränke. Wie ihr seht, haben wir hier unseren Vorrat. Da habe ich hier etliche von diesen normalen Wasserflaschen, die halten sich Minimum ein halbes Jahr bis ein Jahr oder länger. Hier oben halt nochmal andere Getränke, Softdrinks, kann ruhig ein bisschen Abwechslung sein. Wir haben es halt so gemacht, dass das auch unser normaler Verbrauchskeller ist. Das heißt, die Sachen sind im Umlauf und werden regelmäßig erneuert. Und hier ganz unten, da haben wir hier so 10 Liter Fässer. Habe ich hier 8 Stück und hier nochmal 4, also 12 Stück. 120 Liter nochmal an Wasser. Das kann man auch wunderbar trinken. Hält sich mindestens ein halbes Jahr. Und das Ganze
haben wir hier mit Mikropur behandelt. Dadurch ist es auf jeden Fall lange haltbar, dass Bakterien und so auch keine Chance haben. Das nächste ist das Thema Nahrung. Das ist ganz wichtig, weil ohne Essen kann man zwar ein paar Tage überleben, aber schön ist es nicht. Sinnvoll ist es da, wenn man Nahrungsmittel hat, die einem auch schmecken, weil die isst man halt lieber. Was nützt einem 100 Kilo Essen, wenn man es nicht essen möchte? Ne? Nahrungsmittel, die haltbar sind, sind super gut geeignet natürlich zum Lagern, ist ja klar. Brot an sich ist zum Beispiel nach einer Woche verschimmelt, aber es gibt Dosenbrot zum Beispiel. Und ich zeige euch jetzt mal meinen Vorratskeller, wie es da mit dem Essen aussieht. Da könnt ihr euch mal ein Bild von machen. Beim Thema Essen sind wir auch ein bisschen breiter aufgestellt. Hier die Dosen, die wir haben, alles Mögliche. Vor allen Dingen Sachen, die wir auch gerne essen. Hier haben wir so Fertignudeln. Generell viele Nudeln, die sind lange haltbar, verschiedenste Sorten. Hier noch mehr Dosen und so Würstchen in Gläsern kann man wunderbar halten. Was sich auch gut hält, halt auch nicht unbegrenzt, aber das sind so Obst, Äpfel, Kürbisse, Kartoffeln, Zwiebeln. Hier noch jede Menge an weiteren Nahrungsmitteln. Müsli, Mehl zum Backen. Hier die Weihnachtsecke, Chips und den ganzen Kram fürs Wohlbefinden. Schokolade darf auch nicht fehlen, da haben wir auch eine ganze Kiste von. Und hier so Sachen wie Milchpulver, das ist, glaube ich, unendlich lang haltbar. Einfach mit Wasser auffüllen und dann hat man perfekte Milch. Ich trinke immer gern Milch im Kaffee. Aber auch hier so Hafermilch ist lange haltbar. Normale Milch, die wir aber dann regelmäßig verbrauchen. Ach ja, und wenn ihr Haustiere haben solltet, bitte vergesst die nicht auch. Die wollen auch was in der Krise essen. Also wir haben zum Beispiel eine Katze, da haben wir hier ausreichend Katzenfutter. Also wir haben noch mehr Katzenfutter, das steht aber noch woanders. Beim Thema Kochen ist es auch wichtig zu überlegen, wie kriege ich das Essen, was ich dann viel gelagert habe, wie kriege ich das zubereitet? Wenn mein Herd nicht mehr funktioniert, muss ich mir anderweitig helfen. Man kann mit Teelichtern, habe ich auch schon probiert, kann man auch kochen, aber das ist eine langwierige Sache. Ist für den Notfall okay, aber es gibt da vernünftigere Optionen. Zum Beispiel ein Gaskocher, ein Fondue-Kocher. Also wenn ihr so ein bisschen in die Campingabteilung guckt, findet ihr Möglichkeiten, wie ihr euer Essen warm machen könnt. Da würde ich mich mal umschauen. Wir selbst zum Beispiel haben unseren normalen Gasherd. Den betreiben wir mit Propangasflaschen, die eigentlich für Outdoor sind. Wir benutzen die aber Indoor. Man kann nämlich den normalen Gasofen, anstatt an diese Leitung, Gasleitung anzuschließen, die von außerhalb ins Haus kommt, auch einfach an so eine Propangasflasche anschließen. Das haben wir zum Beispiel gemacht und sind seit vielen Jahren autark, was das Kochen angeht. Wir brauchen, keine Ahnung, diese 5 Liter Flaschen benutzen wir. Wir haben 4 bis maximal 5 Stück pro Jahr und wir kochen fast täglich. Also super. Das nächste, was euch auch fehlen wird bei einem Blackout, ist Licht. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Licht bekommt. Taschenlampen, Kerzen, den ganzen Kram, den haben wahrscheinlich die meisten auch zu Hause. Guckt aber, dass ihr die entsprechenden Batterien habt für eure Taschenlampen. Solarsachen sind natürlich auch immer schön zum ein bisschen aufladen oder eine Kurbellaterne. Ich verlinke euch da mal einige unten in der Beschreibung. Und ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Meine Lichterquellen bei einem Stromausfall, das werde ich auch unten reinstellen. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wollt. Was auch noch wichtig ist, sind so Sachen wie Medikamente und Medizin. Also ihr habt auf jeden Fall Medikamente, die ihr braucht, vorrätig. Und zwar in größeren Mengen, weil wenn ihr der Meinung seid, oh, mein Medikament ist am Montag alle und am Samstag kommt der Blackout, könnt ihr nicht mehr einkaufen gehen, um sie euch zu besorgen. Habt also immer die Medikamente, auf die ihr angewiesen seid, in ausreichender Menge vorrätig. Allgemeine Medikamente wie Kopfschmerzmittel und sonstige Sachen sind immer wichtig zu lagern,
Denkt an Vitamine und auch Verbandsmaterial. So ein Erste-Hilfe-Kasten kann euch das Leben retten, weil zum Arzt könnt ihr nicht gehen. Neben den Medikamenten sind natürlich noch so Sachen wie so ein Erste-Hilfe-Set ganz wichtig und auch noch so haben wir hier noch jede Menge von Hygieneartikeln, Zahnpasta, Zahnbürsten, Seifen, Feuchttücher und den ganzen Kram, Toilettenpapier. Das darf auch nicht fehlen, da sind auch noch Küchenrollen dabei, alles Mögliche. Das nächste ist Heizen. Da kann man sich dann beispielsweise mit so einem Teelichtofen retten. Es gibt aber auch Gasstrahler, sonstige Wärmer, alles Mögliche, wie ihr eure vier Wände heizen könnt. Als Tipp, versucht nicht, das ganze Haus zu beheizen, das ist Quatsch. Beschränkt euch auf wenige Zimmer, die ihr halt dann bewohnt in der Zeit, weil wenn ihr nur ein, zwei Zimmer heizen müsst, ist das doch schon sehr angenehm. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, mit so einem Teelichtofen, mit einem kann ich mein Zimmer nicht beheizen, habt ihr völlig recht, mit einem Teelichtofen kriege ich ein Zimmer nicht warm. Aber es hindert mich ja keiner daran, 5 oder 6 ins Zimmer zu stellen. Und ich brauche auch keine 22 Grad. Wenn ich 16 Grad habe, ist das auch völlig ausreichend. Dann zieht man sich halt ein bisschen wärmer an. Jeder von euch hat wahrscheinlich die entsprechende Kleidung, um draußen im Winter rumzulaufen. Und was spricht denn dagegen, mit einer Mütze und mit einem Schal und einem dicken Pulli im Wohnzimmer zu sitzen? Nichts spricht dagegen. Es muss euch auch nicht peinlich sein, weil es geht ja jedem draußen so. Ja, ihr Lieben, das waren meine Tipps zum Blackout. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich und meinen schönen Kanal. Macht die Glocke aktiv, damit es Ding-Ding macht. Und dann wünsche ich euch noch schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehe ich euch recht bald wieder, wenn es wieder heißt, ich habe ein neues Video. Macht's gut und ciao mit Öl.